Dann kommen wir zu unserem dritten Impulsvortrag. Herr Haarhoff wird uns zum Thema Mind the Gap, Lücken der deutschen Innovationspolitik, einen Impuls geben. Ja, ganz herzlichen Dank auch für die Einladung. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Ich werde über Lücken der deutschen Innovationspolitik sprechen, weil ich mir dachte, ich habe jetzt sozusagen die Reverse Pole Position. Ich muss keine Übersicht geben, das haben die beiden Vorrednerinnen schon sehr sorgfältig getan. Ich könnte ein Co-Referat geben, das will ich aber gar nicht tun, weil das alles sehr erhellend war. Aber ich habe die Wahrnehmung, dass unsere Politikmaßnahmen, die in diesem Bereich durchaus wichtig sind, vielleicht an der einen oder anderen Stelle verbesserungswürdig sind. Dass die ganzen Strukturen, Prozesse, Kulturen, mit denen wir in öffentlicher Verwaltung, insbesondere auch Bundesressorts arbeiten, verbesserungswürdig sind. Und dass wir uns systematisch Schwierigkeiten in den Weg legen, die dann dafür sorgen, dass auch kluger Rat, der von Ökonominnen und Ökonomen kommt, einfach abperlt und nicht umgesetzt werden kann. Oder vielleicht auf der Führungsebene sogar wahrgenommen und gelobt wird, aber dann eigentlich irgendwo in den Ressorts versickert. Das ist das Thema hier. Und die Lücken, die sind teilweise schon angesprochen worden. Inkrementelle versus radikale Innovation. Ich werde auch was zur Ehrenrettung der inkrementellen Innovation sagen. Aber ich muss natürlich sagen, dass mit der Automobilindustrie, dass das immer so toll gewesen ist in Deutschland, das ist ein Ammenmärchen. Also Ende der 80er Jahre fahren Taxifahrer gegen die Daimler-Zentrale in Köln, weil sie sauer sind, dass sie Rostlauben gekauft haben. Ende der 80er Jahre wird bei Porsche ein Toyota-Team eingeflogen, damit die Spaltmaße endlich wieder auf Vordermann bringen können. Unsere Automobilindustrie ist inzwischen klasse, aber es war auch ein Auf und Ab. Und wenn Sie sich die Statistiken in Michael D'Attuso's The Machine That Changed the World anschauen, dann konnten Sie die deutschen Automobilwerke immer daran erkennen, dass sie irgendwo in der Mitte von der Skala waren und bei ganz niedriger Produktivität. Also, keine Glorifizierung, lieber die ehrliche Geschichte, auf und ab. Wir brauchen Portfoliosicht in dem, was wir tun. Ich komme da gleich drauf, da müssen wir einfach bei Venture Capitalisten vielleicht eine Anleihe machen. Wir brauchen es auch in der Wissenschaftspolitik, wo sich inzwischen ganz, ganz tolle Dinge tun. Ich glaube, dass wir vor lauter Begeisterung die nächsten KI-Giganten in die Welt zu setzen, die dann unsere Exporte ankurbeln und dergleichen mehr, die Technologienutzung komplett vergessen. Ich glaube, dass wir Evidenz haben, dass KI heute schon, also die großen Sprachmodelle, generative KI und so weiter, im Mittelstand produktivitätsverbessernd in großem Umfang eingesetzt werden kann. Und wenn wir darauf nicht eingehen, dann verpassen wir die zweite Digitalisierungswelle. Denn um das ein bisschen zu ergänzen, was Hanna gesagt hat, das sind tolle Studienergebnisse, warum ist Digitalisierung in Spanien, Italien und anderen mediterranen Ländern, mit denen wir uns vorher nie haben vergleichen lassen wollen, weiter fortgeschritten als in Deutschland? Die Frage müssen wir uns schon stellen. Und das jetzt nur auf Preise zu reduzieren oder irgendeinen rationalen Prozess, ich glaube, das ist zu billig. Das sollten wir nicht tun. Ja, wir haben auch in Economics so etwas hier, Economics of Organization, wo wir vielleicht ein bisschen tiefer in die Organisationen reingucken können und uns über Anreize in Organisationen Gedanken machen können. Deshalb ist dann der letzte Punkt dazu den Arbeitsprozessen in Bundesressorts. Diese Lückenlogik kam auch auf, weil im vorletzten Jahr, gab es ja einen OECD-Bericht und man konnte sich bei verschiedenen Gelegenheiten und Konferenzen, in diesem Fall von Uwe organisiert, auch mal mit den Damen und Herren austauschen und sagen, was war denn da so das Erkenntnisinteresse der deutschen Ressorts an diesem Bericht, der da gemacht wurde? Antwort, ja, eigentlich wollten die hören, dass das deutsche Förderangebot flächendeckend und ausdifferenziert ist. Also sozusagen Förderinstrumente für die letzte Milchkanne. Das ist vielleicht nicht die richtige Zielsetzung. Okay, also deswegen schauen wir jetzt mal auf die Lücken. Erste Lücke, inkrementell versus radikal. Um 2014/15 herum kann man von der zuständigen Bundesministerin hören, wenn sie gefragt wird, was denn so die Strategie sei, wir stärken die Stärken. Das ist eine wunderbare Devise. Und die ist auch zielführend, dann nämlich, wenn man in einer Welt inkrementeller Innovation ist, die man gut prognostizieren kann, wo man Projekte relativ gut managen kann, wo man den, der das Projekt versemmelt, verhaften kann, weil nachweislich das schlechtes Management sein muss, weil ja alles gut prognostizierbar ist. Im Gegensatz zu radikalen Innovationen, wo sie großes technologisches Risiko haben und wo das Scheitern des Projektes eigentlich erstmal nichts darüber aussagt, ob der, der das Projekt gestartet hat, jetzt schlecht gemanagt hat oder ob das technische Risiko eigentlich relativ groß war.
Das ist der Unterschied, Prognostizierbarkeit, Vorhersagbarkeit von Ergebnissen. Unsere Spezialisierung, historisch angelegt, auf inkrementelle Innovation, die Uwe Kantner und auch Hanna schon herausgestellt haben, ist eine Erfolgsgeschichte. Das ist eine ganz tolle Erfolgsgeschichte. Wir haben es geschafft mit im Wesentlichen drei in Industrien, Chemie, Automobilbau, Maschinenanlagenbau, über 100 Jahre hinweg immer wieder an die Spitze zu kommen, also trotz dieser kleinen Rückschläge, Spaltmaße, Toyota und so weiter, die ich dargestellt hatte. Das ist eine große Leistung. Aber wenn wir auf die langfristige Entwicklung von Industrien schauen, dann finden wir, dass, nehmen wir Petroleum Cracking, das ist eine gut untersuchte Industrie, dass die Produktivitätsfortschritte, die Sie über, sagen wir, 100 Jahre sehen, ungefähr, na, sagen wir, zur Hälfte aus inkrementellen Fortschritten und dann aber wieder an bestimmten Bruchstellen auch aus radikaler Innovation kommen. Und an diesen Bruchstellen passiert was ganz Schreckliches. Die vorher führend gewesen sind mit der alten Technologie, verlieren die Kontrolle, verschwinden, Beispiel Kodak. Und deshalb ist es nicht nur betriebswirtschaftliche Rationalität, dass man sagt, der Kapitalstock ist ja da, denn es ist nicht betriebswirtschaftlich rational, das Unternehmen untergehen zu lassen. Also hier muss man auch darüber nachdenken, wie ist die Wahrnehmung der Manager aufgestellt gewesen, dass sie den Technologiesprung nicht rechtzeitig geschafft haben. So, und da kommt dann Organization of Economics und so weiter hinein. Also, das Ganze ist ein bisschen mehr als Produkt- und Technologieklassen, denn es zieht sich auch in andere gesellschaftliche Bereiche hinein, zum Beispiel in die Ausbildung. Ja? Ich bin Maschinenbauingenieur von Hause aus, ich habe eine Maschinenbau-Elemente-Vorlesung gemacht, die ist prägend, die ist sozialisierend, die haut Ihnen in den Kopf, dass französische Autos schlecht sind, dass der Dieselmotor gut ist, und deswegen wird an dem Altar gebetet. Ich überzeichne völlig. Ja? Aber ich bereite Sie vor dafür, dass diese Entscheidungen nicht nur rational bedingt sind, sondern auch sehr stark aus der Ausbildung herauskommen, aus der Sozialisierung herauskommen. Dessen sollten wir uns einfach bewusst sein. Wir haben natürlich jahrzehntelang IT vernachlässigt. Wenn Sie Manfred Breu, einen der Doyens der deutschen Informatik, fragen, was hier passiert ist, dann wird er Ihnen sagen, sorry, wir haben das falsch aufgesetzt, wir haben es in die Mathematik reingegeben. In den USA, Stanford, da wo die Achsen gebrochen werden, aber auf dem Campus man ganz gut studieren kann und viele solcher Start-ups sind, ja, was haben die gemacht? Computer Science Electrical Engineering, CSEE. Das ist die Standardorganisation. Manfred Breu, nicht ich, Manfred Breu sagt, weil wir es in Mathematik reingegeben haben, haben wir nie Leute attrahieren können, überzogen, die in die Industrie gehen wollten und gestalten wollten. Deswegen haben wir wenig Vorstände mit Informatik-Background in der deutschen Industrie. Historisches Argument. Aber das ist etwas, was sich kurzfristig mit ein paar Preissignalen vielleicht auch nicht fixen lässt. Wir sollten es wissen, dass es da ist. Wir haben die Lebenswissenschaften relativ spät gefördert. Glücklicherweise ist das angesprungen, wie auch gerade gesagt wurde. Wir haben Finanzierungsinstrumente, die uns geholfen hätten, radikal zu agieren oder radikale Innovationen nach vorne zu bringen. Natürlich auch vernachlässigt, einfach weil es aus der Institutionenkonfiguration so herauskam. Das ist jetzt Flavors of Capitalism, das ist David Soskis und so weiter. Ich glaube, an der Stelle haben die Leute einen Punkt. Ich stehe ansonsten auf Kriegsfuß mit der Literatur. Aber diese Komplementaritäten, die institutionellen Komplementaritäten sind da und wir leiden heute noch drunter. Wir haben an der Stelle aufgeholt, auch das ist schon klar geworden. Also wir haben inzwischen mehr Venture Capital, Private Equity und dergleichen. Aber eine Präferenz für Fremdkapital ist bei uns bis ins Steuersystem immer noch tief angelegt. So, Präferenz für inkrementelle Innovation ist bei uns angelegt und es ist relativ schwer, jetzt in einem Zeitraum, wo plötzlich aus den Naturwissenschaften, Quantencomputing, Fusion, künstliche Intelligenz, viele, viele andere Bereiche, neue Ergebnisse und Möglichkeiten auf uns reinprasseln, die wir eigentlich mit radikaler Innovation beantworten müssten, das aufzugreifen, weil wir institutionell anders aufgestellt sind. So, das lasse ich mal beiseite. Das war aus den EFI-Berichten, das war die Präferenz für die Spezialisierung auf hochwertige Technologie versus Spitzentechnologie, die meines Erachtens das Ganze nochmal reflektiert. Es gibt neue Anfänge hier. Es gibt eine Agentur, die nach DARPA nachgebildet ist, die Sprint. Und die macht jetzt interessante Dinge. Ich will jetzt gar nicht lobhudeln. Ich finde die relativ gut. Ich bin da, das ist ein Conflict of Interest auch. Aber worauf ich aufmerksam machen möchte, ist, dieses Sprint macht sogenannte Challenges. Das sind Technologiewettbewerbe. Die werden in anderen Ländern auch gemacht. Worauf ich aufmerksam machen möchte, ist,
dass die Sprint zur Durchführung dieser Challenges einen Mechanismus nutzt, der 2007 von der Europäischen Kommission freigegeben wurde, nämlich Pre-Commercial Procurement. War extra eingerichtet worden, um flexibel Procurement der öffentlichen Hand zu betreiben. Dieser Mechanismus ist bei uns trotz der Bemühungen von Co-Inno, tolles Team im BMWK, nie richtig eingesetzt worden, bis die Sprint kam und ihn popularisiert hat. Wir haben die Instrumente, um agiler zu sein. Wir müssen sie nutzen. Wir müssen sie finden. Und das tun wir oft nicht. Portfoliosicht. Bei radikaler Innovation ist es viel wichtiger als bei inkrementeller Innovation, eine Portfoliosicht auf die Dinge zu bekommen. Das hier sind ein paar Forschungsergebnisse. Wenn Sie einfach mal Portfolios von Venture Capitalists nehmen, dann sehen Sie, dass in den oberen 10% der Projekte 2/3 oder mehr der Wertschöpfung sind. Das ist eine hässliche Wertverteilung. Damit können Sie sozusagen statistisch einen Ausgleich herbeizuführen, können Sie mit einem kleinen Portfolio vergessen. Sie brauchen große Portfolios. Wir müssen viele Experimente haben. Mao hat das mal irgendwann gesagt. Ja, let many flowers bloom. Das ist übrigens die Gummibären-Geschichte. Das ist schlicht und ergreifend das Bildchen, mit dem ich meinen Studierenden erkläre. Stellt euch vor, ihr seid rot-grün-blind, ihr wisst nicht, wo das süße Bärchen ist. Ihr müsst jetzt die bitteren leider ausprobieren. Ist leider so. So, und jetzt in einem Einzelprojekt nachzufühlen und zu sagen, da hast du jetzt aber ein bitteres Bärchen aus der Runde gezogen, du bist ein Versager als Manager dieses Prozesses, ist offensichtlich daneben. Wir müssen das Portfolio anschauen. Haben unsere Rechnungshöfe eine Portfoliosicht? So, radikale Neuerungen fordern auch die Wissenschaft heraus. Die DAPA hat eine Devise, die sagt, do not bet on the horse, also keine Einzelprojekte rausgreifen. Bet on the race, das Thema nehmen, aber dann viele Pferde rennen lassen und vielleicht auch mehrere Rennen dann nebeneinander. Okay? Und es gibt im Moment ein wunderschönes Beispiel, wo Sie das alle fast tagtäglich nachvollziehen können. Und das ist ein kleiner Exkurs in Richtung Thomas Kuhn. Wenn Sie in Econ 101 oder was immer es in Deutschland ist, Thomas Kuhn noch nie begegnet sind, lesen Sie es bitte. Ist nämlich wirklich erhellend. Der Mann kann übrigens rechnen, also er muss nicht mit der üblichen Noblesse oblige der Ökonomen behandelt werden, er ist Physiker von Hause aus, ist aber dann trotzdem in diese qualitative Argumentation gegangen, um zu beleuchten, was er an den Übergängen zwischen wissenschaftlichen Paradigmen gesehen hat. Und im Moment haben wir einen solchen Bruch und einen solchen Kampf in der Fusionsforschung. Fusionsforschung ist gemacht worden früher am ITER, Wendelstein, Max-Planck-Institut, großes Max-Planck-Institut. Und das Plasma wurde halt in Magnetflaschen reingetan, man versuchte es zu zünden. Und jetzt kommen da irgendwelche Start-ups daher und ballern mit Lasern auf kleine Deuterium- oder Wasserstofftropfen und versuchen die Zündung auf die Art und Weise hinzubekommen. Zwischen diesen Gruppen von Wissenschaftlern herrscht Krieg. Das ist kein rationaler Austausch. Das ist eine griechische Tragödie. Ja? Antigone sagt das, Theon, ihr Bruder, sagt das, irgendwann spritzt Blut, die liegen auf dem Boden, der Chor singt, die Entscheidung ist gefallen. Nochmal, ich versuche Sie wegzubewegen von, das ist doch alles rational, ist doch Wissenschaft. Nein. Also in diesem Fall, die Fusionsforscher, die mit den Lasern auf die Tropfen schauen, die geben ihre Artikel im Moment gar nicht mehr in Peer Review rein. Die stellen das bei Archive aus, ohne Review. Die anderen beklagen sich darüber und die mit den Lasern schießen, die sagen, wir sind doch nicht verrückt, wir gehen doch nicht in eure Journals rein, lassen uns dort kaputt machen und zusammenschießen und ihr tragt den wissenschaftlichen Erfolg davon. Das ist nicht fair. Übrigens, Thomas Kuhn sagt schon, man muss die eigenen Journals gründen, ansonsten kommt man auf keinen grünen Zweig. Ja? So, Marvel Fusion geht jetzt übrigens mangels Geld in Deutschland an die Colorado State University, weil sie dort eine 3-Laser-Versuchsinstallation haben, die werden in 3 bis 4 Jahren hier wieder auf der Matte stehen und sagen, Leute, wir brauchen jetzt die große Installation mit 80 bis 100 Lasern. Was kann Deutschland beitragen? Und wir haben 3 Jahre Zeit, uns die Antwort zu überlegen. Wir sollten eine Antwort haben. Übrigens, im KI-Bereich gab es eine ähnliche Entwicklung. Im KI-Bereich hat Deutschland, weil wir ein deutsches Forschungszentrum für künstliche Intelligenz hatten, auf symbolische KI gesetzt. Das war die erklärte Forschungsrichtung.
2012 kam leider ein völlig anderes Forschungsergebnis von Hinton und anderen, wo dann die neuronale KI, auf der alles bisher aufgebaut hat, und hat uns überrollt. Wir hatten 4 Jahre Reaktionszeit, um uns umzustellen. Übrigens, da rein fällt auch Carbon Capture and Storage. Anfang der 2000 Jahre für Technologia non grata erklärt. Schlechte Technologie. Ich glaube, wir müssen uns angewöhnen, dass wir im Forschungsbereich Portfoliologik haben müssen, wo wir unterschiedliche Ansätze, die unter Umständen mal Wertschöpfungspotenziale haben werden, eine ganze Zeit lang entwickeln, ohne gleich zu richten, was gut ist oder schlecht ist. So, jetzt KI. Ich hatte eben schon so implizit dafür plädiert, wir sollten KI-Nutzung im Mittelstand den Weg ebnen. Eigentlich ist das, was ihr im Moment aus Feldstudien, das hier vorne ist kondensiert, das Ergebnis einer randomisierten Feldstudie von Dell Aqua, die haben schlicht und ergreifend bei Boston Consulting Consulting-Aufgaben, also relativ komplexe Aufgaben, unterstützt mit generativer KI. Und was herauskommt, ist ungefähr ein Produktivitätsfortschritt von 30% auf der Individualebene. Das ist jetzt nicht natürlich der Produktivitätsfortschritt der Unternehmensebene, aber er ist so außergewöhnlich hoch auf Individualebene, dass wir uns meines Erachtens nicht leisten können, nicht darüber zu reden, wie wir das schnell in die Anwendung bekommen. Unter Wahrung aller ethischen Prinzipien und dergleichen mehr. Aber es wäre wirklich schlimm, wenn wir diese neue Digitalisierungswelle an unseren Unternehmen vorbeilaufen ließen. Nun, wir haben eine Diskussion, was sollen die Unternehmen selber machen? Kann der Staat niedrigschwellige Angebote machen, irgendwas, KI-Vouchers und dergleichen mehr, um sie dorthin zu bringen, dann wirklich zu investieren? Also ich will da um Gottes Willen dem Staat nicht alles vor die Füße legen oder als Aufgabe andichten, ganz bestimmt nicht. Aber Impulse geben, das kann passieren. Übrigens, ich glaube, dass die Bayerische Landesregierung so etwas gestern gemacht hat. Sie hat nämlich... Normalerweise sagt auch die Bayerische Landesregierung, wir bauen die großen weltbeherrschenden KI-Unternehmen, wir werden die Führer in der Wissenschaft und so weiter und deswegen brauchen wir die Professoren und. Aber an der Stelle haben sie mal gesagt, wir fragen unsere Fachhochschulen jetzt in die KMU reinzugehen und das zu machen. Ich glaube, das ist eine sehr vernünftige Schlussfolgerung. So, Lücken in den Arbeitsprozessen, mein letzter Punkt. Dysfunktionale Elemente in Arbeitsprozessen der Bundesressorts gehören auf den Prüfstand. Das ist jetzt der Punkt, wo der kluge Rat, der aus dieser Community kommt, vielleicht einfach abtropft, weil es bestimmte Phänomene gibt, die dafür sorgen, dass das Ganze nicht mal in eine analytische Betrachtung hineinläuft. Und das erste ist Kooperation versus Konkurrenz. Ich möchte Sie kurz erinnern, dass im Jahr 2017, als eine neue Regierung unter Frau Merkel ins Rennen ging und ein Wirtschaftsminister, Herr Altmaier aus der CDU, ernannt wurde, und eine Forschungsministerin, ebenfalls aus der CDU ernannt wurde, die Hoffnung war, dass die etwas angespannten Beziehungen dieser beiden Ressorts angesichts der Gleichfarbigkeit der Minister doch sich in kooperative Beziehungen auslösen würden. Nach meiner Wahrnehmung ist die Konkurrenz nur härter geworden. Können wir gerne diskutieren. Ich glaube, sie war auch dysfunktional. Natürlich ist eine gewisse Konkurrenz zwischen Ressorts politökonomisch durchaus erwünscht. Aber sie sollte nach Möglichkeit nicht der Umsetzung von Kooperationsprojekten, die man für wünschenswert hilft, im Wege stehen. Und ich glaube, da sollten wir als Ökonomen nochmal, die so etwas haben wie Economics of Organization, vielleicht einen Blick drauf werfen. Der zweite Punkt ist, der ist gerade von der Europäischen Kommission aufgegriffen worden. Die Kommission hat sogar einen Auftrag ausgeschrieben, weil sie beobachtet haben will, dass die Inhouse-Kompetenz für strategische Planung, für Analytik in vielen Ministerien auf der oberen Regierungsebene, in europäischen Staaten, auf dem Rückzug ist. Und stattdessen, ich habe jetzt mir die Freiheit genommen, da mal einfach Rahmenverträge reinzuschreiben, aufgrund von vielen Gründen, unter anderem Besserstellungsverbot und dergleichen, Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter darauf setzen müssen, beihilferechtlich abgesicherte Rahmenverträge mit den großen Beratungshäusern zu machen. Also sie lagern Kompetenz aus. Ob das auf Dauer ein guter Prozess ist, wie viel Planungskompetenz, strategische Kompetenz wir auch in unseren Regierungsstellen haben wollen, ich glaube, das ist ebenfalls eine Frage, mit der wir uns beschäftigen sollten. Vielen Dank.